Konnichiwa, meine Lieben, mit Attack on Steve Sinnes und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Anime vs. Manga. Und heute werden wir einen der wahrscheinlich beliebtesten, bekanntesten und berühmtesten Animes und Mangas miteinander vergleichen, die es gibt. Und zwar ist die Rede von Death Note. Wir werden hier einmal den Manga, der mit 12 Bänden abgeschlossen ist und den wir hierzulande bei Tokyopop bekommen haben, mit den Anime, der mit 37 Folgen abgeschlossen ist und den wir hierzulande bei Kasee bekommen haben, miteinander vergleichen. So, reden wir nicht lange um den heißen Brei und fangen an. Kommen wir erstmal zur Frage, worum geht es überhaupt in Death Note? Und kommt, ich muss das eigentlich nicht erklären. Jeder kennt Death Note und jeder, der es nicht kennt, hat irgendwas in seinem Leben falsch gemacht. Aber ich will mal nicht so sein und werde trotzdem die Story erklären. Und zwar geht es um unseren Protagonisten Light Yagami, der ein sehr intelligenter Schüler ist und auch einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Und dieser wird eines Tages auf die Probe gestellt. Denn eines Tages findet er ein Notizbuch mit der Aufschrift Death Note, was vom Himmel gefallen ist. Laut dem Inhalt kann man wohl jeden Menschen damit töten, dessen Name und Gesicht man kennt. Natürlich glaubt er das erstmal nicht und hält das nur für irgend so einen Schwachsinn und schreibt da aus Spaß den Namen eines Kriminellen rein, den er eben im Fernsehen gesehen hat. Und dieser stirbt dann tatsächlich. Und ab dem Punkt muss Light realisieren, dass das Death Note echt ist und funktioniert. Und diese Chance nutzt er dann, um die Welt von jeder Art von Kriminellen zu befreien und sich selber zu einem Gott einer neuen Welt zu machen, in der es keine Verbrechen mehr gibt. Aber seine Taten bleiben nicht unbemerkt, denn nachdem er mehrere Schwerverbrecher hingerichtet hat, wird ein Privatdetektiv namens L auf ihn aufmerksam und fängt an, Jagd auf ihn zu machen, was sich dann zu einem sehr verzwickten Katz-und-Maus-Spiel entwickelt. So, jetzt kennt ihr die Story, aber ihr wisst immer noch nicht, ob ihr lieber den Manga lesen sollt oder den Anime gucken sollt. Tja, dafür bin ich heute hier und um diese Frage zu klären, werden wir uns den ersten Kriterierungspunkt ansehen, nämlich den Handlungsstrang. Und hier muss man sagen, der Handlungsstrang beider Werke ist halt fast identisch. Es gibt jedoch zwei entscheidende Unterschiede. Der erste wäre, der Anime macht irgendwie viel mehr Gebrauch von Fanservice. Und ich meine jetzt nicht so richtig perversen oder so, sondern der Anime hat mehrere Szenen, in denen es leichte sexuelle Spannungen zwischen Light und L gibt. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, in der L Light die Füße massiert und seien wir ehrlich, da waren echt schon sexuelle Spannungen zwischen den beiden. Aber im Manga gibt es diese Szene eben nicht. Also der Anime, der macht schon irgendwie starken Gebrauch von dieser im Hintergrund verborgenen Light XL Thematik. Aber ein weiterer Unterschied ist das Ende. Denn hier muss man sagen, das Ende ist im Manga echt 100-mal besser ausgearbeitet. An sich ist es zwar dasselbe Ende, aber im Manga wird es ganz anders verpackt. Und es geht sogar nach dem Ende, also nach der Stelle, wo der Anime geendet hat, weiter im Manga. Und man sieht, was danach so alles passiert ist und inwiefern sich die Welt nach diesem Ende verändert hat. Und ganz ehrlich, wenn ihr das richtige Ende haben wollt, dann müsstet ihr auf jeden Fall den Manga lesen. Weil ganz ehrlich, das Ende ist im Manga viel besser ausgearbeitet als im Anime. Kommen wir nun zum nächsten Kriterierungspunkt und das sind die Charaktere. Und da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Es gibt da nur so einen klitzekleinen Unterschied und zwar hat der Manga noch einen 13. Band. Das ist aber so ein Guidebook und da erfährt man unter anderem Els richtigen Namen. Dieser wurde im Anime halt nie genannt und Fans haben sich da halt schon ewig gefragt, hey, wo ist jetzt dieser gottverdammte Name? Und im Manga, beziehungsweise im Guidebook, wird das halt geklärt. Ich selber besitze es zwar gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass da auch noch andere Charakterinformationen vorhanden sein sollten. Also, wenn ihr ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren sollt, dann, ja okay, ihr müsst nicht unbedingt den Manga lesen, aber ihr könntet euch dann dieses Guidebook dann zulegen. Kommen wir nun zu den akustischen und den visuellen Elementen. Zu den visuellen Elementen muss ich sagen, beide Werke sind nicht so gut. Denn der Anime hat den Nachteil, dass er schon ziemlich alt ist. Dementsprechend ist der Animationsstil auch ziemlich alt und ist auch echt nicht gut gealtert, finde ich. Der Manga dagegen hat zwar einen sehr guten Zeichenstil, der auch meiner Meinung nach echt gut gealtert ist, aber das Problem mit dem Manga ist, dass er sehr textüberladen ist. Also das Ding ist halt wirklich wie ein Roman, der in Manga-Form gequetscht ist. Heißt also, es sind da sehr viele Sprechblasen mit sehr viel Text vorhanden. Und diese überfüllen halt die Seiten teilweise so sehr, dass die Zeichnungen untergehen. Heißt also, der Manga macht von diesem Visuellen nicht wirklich viel Gebrauch.
Es gibt zwar ein, zwei Seiten, bei denen die Zeichnungen wirklich richtig gut hervorstechen, aber im Großen und Ganzen macht der Manga vom Visuellen überhaupt gar keinen Gebrauch. Im Akustischen ist aber auf jeden Fall der Anime besser, denn allein die deutsche Synchro ist so unfassbar gut. Vor allem Lights Stimme, also Lights deutsche Stimme ist einfach unnormal krass. Die passt einfach so perfekt zu seinem Charakter. Und außerdem, die Musik untermalt auch die ganze Szenerie und die Atmosphäre. Und außerdem werden auch dadurch sogar lächerlich gezogene Zitate richtig episch und krass dargestellt. Sogar diese Kartoffelchip-Szene wird richtig nice dargestellt. Ich meine, seht euch das an. Dann nehme ich einen Kartoffelchip und esse ihn. Und jetzt zieht euch mal die Szene im Manga an. Das ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, dass der Manga von diesem Visuellen einfach null Gebrauch macht. Kommen wir nun zu den sonstigen Mängeln. Und den habe ich eigentlich auch schon vorher angesprochen. Denn das entscheidende Problem an dem Manga von Death Note ist, dass der einem so vorkommt wie ein Roman in Manga-Form gequetscht. Denn er ist sehr textüberladen, wodurch in den einzelnen Panels mehrere Zeichnungen ziemlich untergehen, das Visuelle wird kaum zur Geltung gebracht und die Zitate kommen einem teilweise so in die Länge gezogen vor, wiederholt und deutungslos. Der Anime dagegen hat ja den Vorteil, dass durch die Stimmen, die Hintergrundmusik und das Ganze sehr viel zu der Atmosphäre beitragen und dass es einem nicht so in die Länge gezogen vorkommt. Man kann da auch einiges viel mehr nachvollziehen und der Anime macht auch mehr von diesem visuellen Gebrauch. Aber der Manga dagegen, es lässt sich vielleicht in Light Novel Form besser umsetzen als in Manga Form. So, und nun kommen wir zu meinem Fazit. Und es fiel mir tatsächlich erstmal schwer, da ein Fazit zu finden. Aber dann habe ich, nachdem ich das aufgenommen habe, realisiert, der Anime ist um einiges besser als der Manga, denn klar. Der Manga hat den Vorteil, dass die Zeichnungen besser gealtert sind als die Animation des Animes und auch das Ende ist anders als im Anime. Aber trotzdem ist der Anime viel besser aufzunehmen durch die Stimmen, durch die Musik und Death Note, der Manga, ist halt wirklich wie so ein Buch in Manga-Form gequetscht, wodurch einem der Spaß am Lesen echt sehr leicht verdorben wird. Auch die Zeichnungen gehen da immer sehr unter, aber der Anime, den kann man halt wirklich leichter aufnehmen als den Manga. Also, wenn man vielleicht gerne liest, dann ist der Manga wahrscheinlich besser. Aber wenn man es irgendwie einfacher konsumieren will und auch besser verstehen möchte, dann ist auf jeden Fall der Anime mein klarer Favorit. So, und damit endet eine weitere Folge von Anime vs. Manga. Was ist eure Meinung zu Death Note? Und fandet ihr den Anime oder den Manga besser? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, Sayonara!